Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Layers of Fear 2. Ich würde sagen, es geht direkt dort weiter, wo wir aufgehört haben, auch wenn ich jetzt hocke. So. Das Spiel ist immer noch einfach zu gut. Und die Schockmomente werden besser anstatt schlechter. Hä, wie gemein ist das denn? Hä? Was soll ich denn da machen? Hier ist Ende vom Weg. Oder auch nicht, da muss es ja weitergehen. Oder ist hier jetzt irgendwas kaputt? Ah. Okay. Ja, hätte ich jetzt ganz genauso gemacht. Hä? No, this isn't what I saw. You have to believe me. We're out on the edge of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ein Schriftstück. Seite oben abgerissen. Ja, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Mr. Hardy würde ohne seinen geschätzten Kapitän Baines nicht weit kommen. Der Kapitän ist die Hauptfigur der Geschichte. Einige nennen ihn wegen der Farbe seiner Segel den schwarzen Wanderer. Captain Baines ist stark und furchtlos und bekommt am Ende immer seinen Schatz. Mr. Hardy ist ein wenig neidisch auf den Kapitän, weil er auch gerne so stark wäre wie er. Aha. Neid. Nichtsdestotrotz fokussiere ich mich immer noch auf den blinden Passagier. Gruselige Musik erstmal ausmachen. Ey, kein Grund hier mit Sachen durch die Gegend zu schmeißen. Ich schwebe. Mein Schatten schwebt. Okay. Auch mal ganz cool. Die Tür ist wahrscheinlich abgeschlossen, ja. Okay, hier ist ein Sarg mit an Bord. Das ist natürlich auch herzallerliebst. Ich frage mich ja, wie lange dieses Spiel überhaupt geht. Voll. Volle Fahrt voraus, würde ich sagen, ne? Von leitender Sicherheitsbeauftragter. Mal wieder an alle Betroffenen. Mal wieder. Ich wurde darüber informiert, dass Teile der Crew ihren Unmut über die neue Rationierungspolitik geäußert haben.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese direkt als Folge des Fehlverhaltens an Bord dieses Schiffes eingeführt wurde. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Diebstahl bleibt nicht unbestraft. Sollte man sich auch... Okay, alles gut. Sollte man sich auch merken, Diebstahl ist nämlich nicht gut. Muss aber auch sagen, dass das Schiff irgendwie sehr groß ist. Und sehr, sehr viele Türen hat. Thunfisch. Lecker. Ach, da auch. Ah, hallo. Da lang. Ja, hä? Hey, ich bin ja völlig verwirrt hier. Von welchen Seiten kommen die denn noch überall? Alter Scholli, ey. So. Von da auch, von da auch. Und hier kommt jetzt ein neuer Weg, da kommt keiner. Andere Richtung. Oh Mann, baut das Spannung auf. Hä? Ah, ein Affe. Uiuiuiui. Solch eine Gelegenheit, solch eine Verantwortung. Zu befreien, was so lange gefangen war. Ich kann es jaulen hören, am Käfig rütteln, voller Verlangen, endlich auszubrechen. Mhm. Sein Gesicht ist kaputt. Sein Kopf wurde zensiert. Ich da weiter. Ist gesperrt. Okay, vielleicht muss ich seinen Kopf anzeigen lassen. Okay, jetzt ist wieder alles schwarz-weiß geworden. Wieder alles schwarz-weiß. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Das hier sieht doch creepy aus mit dem Bein, oder nicht? Mhm. Aha.
reiner Psycho-Horror hier. Und es wird und wird nicht besser. Leave it, Mr. Hardy. We're not that desperate yet. James, I said leave it. Als wenn die eine schwerer ist als ganz viele andere. Die lebt noch. Okay. Ich habe keine Ahnung. Also unrealistisch ist das hier auf jeden Fall. Aber das macht nichts. Hier ist wieder Recording. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Nehmen oder aufgeben? Was heißt denn nehmen? Okay. Nehmen geht nicht. Ah, okay. Okay, erstmal nehmen. Nehmen. Aufgeben. Aufgeben. Achso, jetzt hinten. War auch falsch. Oder war das richtig? Doch, war richtig wohl. Aha, hinter der Leinwand. You didn't take it. You let it go. Warum muss das Ganze in diesem Schwarz-Weiß-Stil laufen hier? You'll never make it. Oh, ein Pinguin. She held the boy's head in the gutter till he promised to never do it again. This. Diese Effekte. Ah, jetzt sind hier auch noch Türen. Zweimal Badezimmer. Ah, what is forever? If not merely a prolonging of misery, I would gladly. Er ist weg. Oh Mann, ey. G-
Geld, ich bin reich! Piratengeld, nee. Ich habe Fluch der Karibik gesehen. Ich lasse das hier liegen. Bin ich dumm. Wobei hier echt eine Menge ist. Alter, was sind das für Reichtümer? Aber Hauptsache, der Kompass ist kaputt. Ich habe nämlich kein Geld für 9. Look at me. I am Captain Baines, the Black Wanderer, the Slayer of the Cyclops, the Seeker of the Flame. Ja. Und weg. Ja, es ist alles nur Fisch. Deswegen bin ich nicht reich. Und an einigen Stellen ruckelt das Spiel echt heftig. Und von hier kam ich nicht. Von zweiter technischer Offizier an Requittierungsoffizier. Ich weiß, dass sie ihre Befehle haben und möchte ihnen nicht zu nahe treten. Ich glaube nur, dass der Boss nicht vernünftig handelt. Er würde die ganze Nahrung sogar verfaulen lassen, nur um sie unter Kontrolle zu haben. Jedenfalls werden die Arbeiter langsam ungeduldig. Die Schichten werden länger und nun müssen sie auch noch mit weniger Essen auskommen. Sie sind anständige, gottesfürchtige Männer. Nicht ein Dieb unter ihnen. Aber wenn der Magen knurrt, kann das schon ganz schön reizen. Vollgas voraus! Maybe there's some food here. Come on, we have to go! Did you hear that? This way! James! Run! Ich wollte eh gerade hier lang. Ist das Feuer? Ich kann das leider nicht so gut erkennen, wenn das alles schwarz-weiß ist. Oder sollte das einfach nur Wind darstellen? Ich hier weiter? Ich würde mich da gerne ein bisschen umgucken, aber das ist, glaube ich, gerade schlecht. Hä? Hä? Junge, Junge, Junge. Immer das ist. The heart of the city. It beats no more. We failed them. Ich glaube, das ist tatsächlich Feuer. Fernseher. Es ist, als ob ich... Okay, alles gut. Nie wirklich hier gewesen wäre.
Oh, ich habe da jemanden aufgehängt. Ich habe hier wieder Farbe. Oh nein, noch nicht. Noch nicht. Kurz noch gucken. Auch wenn du hier ein bisschen abhängst, aber... Feuer, glaube ich. Gut, hier gibt es aber sonst nichts mehr. Achso, nee, hier. Da ist die Treppe. Leiter. Der tödliche Witz tritt ins Licht. Also es nimmt sehr unrealistische Züge an. Hä? Da... Ich kann da nicht rüber. Nein, es hat wirklich funktioniert. Geil. Oh. Alter Scholli da. Beeilung! Vor allen Dingen wird das Ganze jetzt mit diesen Häusern und sowas irgendwie komplett... Es hat ja schon gar nichts mehr mit dem Schiff zu tun. Und ich glaube, noch bin ich nicht fertig mit dem Game. Ich frage mich, was hier noch passieren wird. Oh, die Badewanne. Mit Blubberblasen. Das ist ja richtige Zelda hier. So. Macht auch Sinn, dass auf dem Stecker Strom drauf ist. You did it, Mr. Hardy. Now go. Sorry, dude. Da gehe ich jetzt ganz bestimmt nicht lang. Creepy Tür. Erstmal eine Runde Fernsehen gucken. Was läuft denn? Ah, RTL. Watch out. Something's coming. You need to keep moving. You're almost there. Just a bit further. So raus. Weiß halt auch nicht, was das für ein komischer Schornstein hier sein soll. Okay, das hätte man schöner machen können, aber... Finde ich es jetzt keineswegs störend. Uiuiui, ui, ui, Junge. Es lädt. Okay, jetzt sind wir wieder reich. Das ist gut. Was ist hier drin? Die nächste Filmrolle. Ja. Die brauchen wir.
glaube, wir sind wieder auf dem Schiff. Wir sind sogar wieder zurück in unserer Butze hier. Ja, eins fehlt uns. Ja gut, ist nicht so wichtig. Ein Haus besteht aus Ängsten und Träumen. Okay. Ich glaube, es gibt insgesamt 4 Filmrollen, würde ich sagen. Frage ist, was dann passiert? Ist dann das Spiel zu Ende oder passiert dann noch irgendwas Besonderes? Was steht hier denn? Dein Charakterform in sich gehen. Hintergrund. Ich glaube, das habe ich schon mal in den ersten Parts gelesen. Ein bisschen Zeit haben wir noch für den Part, würde ich sagen. Klatschen wir mal den nächsten Film da rein. Und starten damit quasi das nächste Kapitel. What's past is prologue. What's seeped into the earth becomes fodder. A fuel for the flame. The lifeblood for the roots of existence. The roots grow strong. Become a foundation. But they can also bind. Pull him under, away from the air, away from the light, to wither away, forever struggling, thinking of what could have been. Roots, he must cut them away. Only then can he be truly. Alles klar. Akt 3. Blutige Wurzeln oder Roots? Ich komme hier nicht mehr raus. Achso, hier geht's jetzt lang. What are you doing? Here, listen. Ich fand das aber auch sehr interessant, wie dieses Spiel zwischen den einzelnen Stilen der Zeit hin und her springt. Von jetzt hier so alt, Holz, marode. Könnte halt so ein Schiff aus der Piratenzeit sein. Am Anfang waren wir quasi in einem ganz anderen Zeitalter. Zwischendurch sieht das Ganze auch aus, so wie jetzt schon wieder, wie ein Haus. Da ist eine Backsteinwand. Schief und krumm. Hä? Ach, ich bin schon. Ich hocke gar nicht. Ich bin groß. Aha. Die geht auch nicht. Alter Schwede. Okay, gucken wir gleich. Ach du Scheiße. Das erinnert mich an eine ganz creepy, weirde Version von Resident Evil 7. Ein Schlüssel. Küche, ja. Was steht da? Gay? Ich schick dir morgen eine neue Filmrolle. Ein Piratenfilm. Hab gehört, die Amis lieben ihn. Sieh ihn dir genau an. Mehr Vorführung bedeutet mehr Hinterteile in den Sitzen. Hinterteile? Ach so. Weil mehr Leute sitzen mit dem, mit ihrem Hinterteil. Okay. Und mehr Gründe, um dich weiter zu bezahlen. Come, faithful servant. Warum bin ich so klein?
A ghoulish concoction. The world's strangest stew. Bisschen drin rumpatschen. Toll, jetzt komme ich nicht mehr zurück, um noch mal diese andere, den anderen Gang lang zu gehen. Oh, ein dicker Mann. Barley, der Kanonier. Er isst viel, sehr viel. Deshalb ist er genauso rund wie eine Kanonenkugel. Einmal schoss er sich fast selbst aus einer Kanone. Okay. Warum zum Henker bin ich jetzt so klein? Ist das ein Bug? Hollowed by longing, hardened by loss, once slick and polished, has lost all its gloss. Oh, alter Schwede. On the other side? Hier ist einfach mal ein Wald. Torn up by conflict, ravaged by war, flawed on the surface, warped to its core. Aha. Ich glaube, das war noch nicht alles. Oh, ich überstreiche die Zeit. Ein Gehirn noch. Okay, dann wollen wir das liebe Gehirn da auch noch mal reinschmeißen. Im nächsten Part von diesem wunderschönen Horrorspiel Layers of Fear 2. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Es ist sehr gruselig. Es hat eine sehr geile Atmosphäre. Und dieser ganze Psychokram, mit dem das plötzlich ein Raum, aus dem man gerade kam, plötzlich was ganz anderes ist, ist einfach ultra geil. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part auch wieder mit dabei. Der findet ja, ich denke mal, in der nächsten Stunde statt. Also zur nächsten vollen Stunde. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss!